So, ihr Lieben, hallo zusammen. Wir zwei wieder, Armand und Julian. Eigentlich sollte das Video heißen, die Top 5 der Uhren, die in keiner Sammlung fehlen dürfen. Jetzt sind es hier doch ein paar mehr geworden, weil ihr einfach einen schönen großen Bestand habt und es sind doch einige Uhren, die in keiner Uhrenliste fehlen dürfen. Und Armand, du hast dazu auch ein paar rausgesucht. Sollen wir mit dem Klassiker anfangen? Ich glaube, das ist der Klassiker schlechthin. Die Rolex Submariner in dem Fall mit Datum. Ja, also Rolex Submariner ist für mich immer noch die Einsteigeruhr schlechthin. Also jeden Rolex Neueinsteiger, den ich bis jetzt beraten habe, hat die Rolex Submariner mit Datum gekauft. Tatsächlich ist auch meine erste Uhr im Luxussegment die Rolex Submariner gewesen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein riesen James Bond Fan und noch dazu von den alten James Bond Filmen noch größere Fan. Und Sean Connery hat in seinem ersten James Bond Film eine Rolex Submariner No Date getragen. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, weil ich ja auch ein James Bond Typ bin, dass ich da dann noch auch einsteige. Leider ist Sean Connery an dieser Stelle schon verstorben und wir wünschen ihm natürlich alles Liebe und Gute im Paradies. Und ja, wir können uns heute daran erfreuen, an diesem wunderbaren Modell. Ist ein Evergreen, ist die meistverbaute Uhr von Rolex oder meistgelieferte und eigentlich nicht wegzudenken. Ist für mich noch mehr als die Datejust das Mutterschiff. Im Ranking auf Platz 2. Im Ranking auf Platz 2. Bei Rolex auf Platz 1 ist die Datejust, nehme ich an. Daytona. Daytona! Das ist ein gutes Schlagwort, Daytona. Finde ich, gehört in jede gute Uhrensammlung. Ich habe noch keine gute Uhrensammlung, weil ich habe sie nicht. Wir haben hier das Modell, die Rolex Daytona in der Panda-Edition. Panda mit weißem Zifferblatt ist auch gleichzeitig die beliebteste. Aktuelles Modell mit der Keramiklünette, sehr, sehr attraktiv. Man weiß auch nicht, jetzt im April kommen die Neuerungen bei Rolex raus. Man hört viel. Man hört viel, weil zum einen haben wir dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum für die Submariner. Da könnte was kommen. Man munkelt viel. Das wird gemunkelt. Eine grüne. Genau. Goldene grüne. Goldene grüne. In Anlehnung an die Hulk, die es nicht mehr gibt. Und hier gibt es eben auch schon die ein oder andere Unkelei, die sagt, die ist ja noch verklebt hier. Teilweise. Mein lieber Scholli. So. Also das ist immer das Thema. Ne? Wenn eine Uhr eingestellt wird, dann gehen die Vorgängermodelle natürlich alle im Preissegment durch die Decke. Und deswegen spiele ich mit dem Gedanken, mir tatsächlich auf dem Zweitmarkt hier die Panda zu kaufen. Weil, wenn sie eingestellt wird, hat man auf jeden Fall Geld verdient. Ist dazu damals zum Daytona-Rennen entworfen worden, konzipiert worden. Und das Interessante dabei ist, die Firma Rolex hat damals bei dem Daytona-Rennen irgendwie 6.000 Uhren produziert und hatten, glaube ich, eine Anfrage für weit über 20.000 oder 30.000 und haben dann gemerkt, naja, also mit einem gewissen niedrigeren Auflage kann man den ganzen Markt nicht bedienen und die Uhren werden noch mehr gehypt. Sodass heute ja immer noch das Vorurteil herrscht, dass Rolex extra die Stückzahlen niedrig halten würde, um den Markt zu manipulieren oder zu pushen. Aber wir wissen das mittlerweile alle, Rolex ist an der Belastungsgrenze in ihren Herstellungen. So ist das. Die bauen zwar jetzt ein neues Werk in Biel in der Schweiz, aber dennoch, es gibt einfach zu wenige Uhrenmechaniker. Einen haben wir dankenswerterweise hier hinter uns sitzen, Uhrmachermeister. Und ja, deswegen ist Rolex auch heute, gehen sie an die Belastungsgrenze der Produktion. Deswegen also, Panda, Daytona auf jeden Fall. So, aber jetzt kamen zunächst mal zwei Vorschläge von mir mit Uhren, die in jeder Sammlung sein müssen. Was schlägst du vor? Also ich schlage keine Rolex vor. Also geht mal in Richtung Cartier oder Omega. Meiner Meinung nach dürfen diese Uhren gar nicht fehlen. Sind gängige tägliche Uhren, die auch sehr schön aussehen. Nehmen wir mal hier die Cartier Santos. Eine bildschöne Uhr mit einem tollen Zifferblatt. Ja. Und einem schönen Armband sogar dabei. Was ich bei der Cartier wirklich mega finde, ist tatsächlich, die haben hier ein sehr, sehr schönes Konzept. Die Uhr wird geliefert auch noch mit einem Lederarmband. Und im Gegensatz zur Rolex kann man hier bei Cartier tatsächlich ganz einfach an den Seiten mit dem Finger reindrücken. Dann hat man das Band draußen und kann da dann ganz schnell das Lederarmband dran machen. Wohingegen bei einer Rolex oder bei den anderen Uhren müsste ich hier immer auch zum Uhrmachermeister. Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist vollkommen richtig, aber auch gefährlich, wenn man ein bisschen was im Tee hat. Wieso, was machst du denn, wenn du einen im Tee hast? Siehst du, du fängst dann an den Kern zu schrauben oder was? Kann passieren.
Naja, da wurde man fällt hin und die Uhr oder und lockert sich und dann fällt die Uhr vom Arbeit. Ja, das ist mir auch noch nicht passiert. Okay, also du nimmst die KT, sehr, sehr schön. Santos, in dem Fall mit einem blauen, changierenden Zifferblatt, echt sexy. Und dann hast du was von Omega erzählt und ich sehe hier, das muss man ja mal sagen. Sag mir mal deine Meinung zum Thema Rolex, Umkarton und Omega. Meine Meinung, also Omega hat das Thema besser gelöst, wenn man mal schaut. Also das ist eine riesengroße Box. Was ist das denn, die Speedmaster? Speedmaster-Box, mhm. Ja genau. Ja. Also das ist doch geil. Und vor allen Dingen, was geil gelöst worden ist, oder was halt neuer ist bei der Uhr, ist, das, ist der neue Verschluss. Uiuiui, die hat ja sogar einen gläsernen Boden. Sexy, ja. Das ist wirklich. Das ist so ein bisschen an alten, ja, ja. Dem Retro angelehnt. Sehr, sehr schön. Das ist die klassische Moonwatch, oder? Richtig, genau. So, dann haben wir also Omega, wir haben KT, wir haben Rolex. Uhr, die du gar nicht magst. Eine Uhr, ja, ist nicht so mein Fall, aber... Ist eine Marke, sagen wir es mal so. Ja, man verkauft sie gut, Tag heuer, korrekt. Finde ich eine richtig schöne Uhr. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Also ich verstehe auch manche Leute, die dann sagen, ich will mal was anderes haben außer Rolex. Warum ist denn hier eine Lupe dran, damit man die Uhrzeit besser lesen kann oder wofür ist die? Ja. Das ist, damit die Leute selber sich die Uhr hinten durch das Glas anschauen können. Das ist ja eine fünffache Vergrößerung, das ist die Uhrmachervergrößerung. Ah, man lernt hier nie aus. Also wir haben eine Carrera heuer, wie heißt das Ding? Eine Neuauflage von der Heuer. Ah, so, ja. Ist aber eine Tagheuer. Ist eine Tagheuer, genau. Also früher hieß die Uhr mal, Firma mal ursprünglich Heuer, ne? Richtig. Und dann wurde die von Tag übernommen, oder wie war das? One of 1860. Die gibt es, die ist limitiert, Junge. Ja, ja. Aber das ist ja hier eine limitierte Auflage. One of 1860 und auch mit gläsernem Boden. Ja, so, Armin, jetzt einfach mal kurze Frage. Ist das hier ein Edelmetallzifferblatt und sind das da Indizes? Was ist da los? Guck mal, fragen wir doch mal unseren Uhrmacher, was für ein Zifferblatt das ist. Moritz, kannst du uns mal was dazu sagen? Na, ich schau's mal an. Zum Glück haben wir hier noch einen Profi. Also die Grundlage wird ein Messingblatt sein, mit einem feinen Sonnenstift drauf und dann eben silber galvanisiert. Aha, also hochwertig verarbeitet. Hochwertig verarbeitet. Und vom Durchmesser her angenehm. Und du würdest sagen, das ist eine Uhr, die in keiner Sammlung fehlt, oder? Auf jeden Fall. Das ist eine tagtägliche Uhr, die man tragen kann und toll aussieht. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum, denkt ihr, wurde diese Uhr auf 1860 Exemplare limitiert? Und Armin, warum ist dem so? 1860 gegründet worden. Die Firma Heuer. So, bevor wir jetzt hier mit der nächsten Uhr anfangen, weil ich sehe hier mindestens noch ein Exemplar, was zumindest meiner Meinung nach in jede großartige Uhrensammlung gehört, würde ich sagen, stellen wir das Ganze mal ein bisschen auch nach den Anschaffungspreisen aus. Also da ist natürlich die Daytona, ja, die kann man dann direkt hier stehen lassen, als teuerstes Modell. Wo haben wir denn hier? Dann können die Submariner. Die KT wird hier irgendwo sein. So, wo kommt die, wo ist die Omega? Was die Omega liegt in der Mitte. Die liegt dazwischen. Also, zack, dann kommt die, dann kommt die. Dann kommt die und die Tag Heuer. Die beiden Uhren hier vorne, die dienen aktuell nur der Verschönerung unseres Platzes. Die können wir nochmal zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Wenn euch davon was gefällt, kommentiert das gerne. Dann gehen wir auf die Modelle auch nochmal gesondert ein. Mir war wichtig, dass sie mit da draufstehen, weil ich sie selber sehr attraktiv finde. So, und das ist eine Uhr, die ich mega attraktiv finde, hohen Wiedererkennungswert hat und tatsächlich in jeder Uhrensammlung nicht fehlen sollte, vor allen Dingen, wenn man schon den ein oder anderen Klassiker hat. Wir haben hier ein Mutterschiff, ein Schlachtschiff von der Firma Audemars Piguet, die Royal Oak, designt vom Herrn Genter, der unter anderem auch noch die Nautilus für Patek Philippe designt hat. Ganz hoher Wiedererkennungswert mit dieser Bullaugenoptik hier des Zifferblatts ist das neue Modell Referenz. Die 15400. Mit 41 mm im Durchmesser. Und was hier bei euch in dem Fall ganz schön ist, also es gibt natürlich die Uhren immer in verschiedenen Zifferblättern. Wir haben jetzt hier das grau-schwarze mit dem giochierten Zifferblatt, ganz typisch für AP. Aber beim Auspacken ist mir hier dieses noch in die Hände geflogen. Wie kommt das? Der Kunde hat sich das besorgt. Also tatsächlich über den Onlinehandel hat einer eine zweite angeboten. Was kostet ein Zifferblatt? Das Zifferblatt tatsächlich hat 2.500 € gekostet. Also seht ihr, Wahnsinn, was so ein Zifferblatt ausmacht. Das Ganze gäbe es auch noch in Blau. Da kostet es aber noch ein paar Mark mehr, weil Blau einfach die beliebteste Farbe ist. Und man muss sagen, Schwarz und Weiß wird am häufigsten ausgeliefert. Wobei man muss jetzt auch hier sagen, die Preise sind ja in letzter Zeit auch hier schwer gefallen. Das heißt, das ist alles wieder etwas erschwinglicher geworden. So sieht's aus. Also die Uhr kostet, glaube ich, Liste irgendwas um die 36 oder 38. 36,9 meine ich, Bernhard. So, und der Wiederverkaufswert hier ist so um die 40, 45, schätze ich. Genau.
So, und vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, da hast du für 70 oder 80 bezahlt. Das ist so. Da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, warum die Preise so ein bisschen im Fall waren. Gerne, falls euch das interessiert, mal reinschreiben. Aber in Wieso kostet so ein Zifferblatt 2.500? Also in der Herstellung mit Sicherheit nicht so viel. Also Herstellungspreis, lass es 50 Euro bis 100 Euro sein. Mehr ist es tatsächlich nicht. Allerdings muss man dazu sagen, AP gibt keine zwei Zifferblätter raus. Das heißt, da hat irgendeiner ein zweites Zifferblatt irgendwie ergattert durch irgendeine Reparatur. Wie auch immer, da habe ich schon mal die dollsten Dinger miterlebt. Naja, auf jeden Fall ist die Nachfrage nach sowas extrem hoch. Ja, das heißt, du kriegst auch mehr Geld bei dir. Richtig, das steigert den Wert enorm. Also bei Sennogo, das ist schon sehr interessant. Das ist auch nur ein weißes Zifferblatt. Jetzt muss man halt gucken, welche Referenz tatsächlich hier ist. Ob es das originale Weiße war oder das originale Schwarze. Ne? Aber auf der anderen Seite. Auf jeden Fall von meiner Seite absolute Kaufempfehlung. Wer schon vieles hat, der sollte auf jeden Fall zur AP gehen. Das ist auch was du wesentlich seltener siehst als eine Rolex. Eben weil es als Stahlmodell schon über 35.000 Euro kostet. Das ist kein Edelmetallmodell, sondern ein einfaches Stahlmodell. Und das ist eben schon sehr, sehr teuer. Die Auflage, die AP hat, Mia, ist ja auch viel geringer. Wie viel geringer. Also Audemars Piguet baut viel weniger von diesen Uhren als beispielsweise Rolex. Also eine viel kleinere Manufaktur, sehr viel exklusiver und demzufolge auch eben sehr viel teurer. Grundsätzlich kann ich ja zu euch kommen, sollte ich jetzt noch ein wechselndes Zifferblatt haben? Genau, also dauert ca. 10 bis 20 Minuten, je nach Aufwand. Kostenpunkt liegt dabei 20 bis 50 Euro. Kommt dann halt wirklich drauf an, wie lange das dauert, das Zifferblatt auszutauschen. Das ist eine Uhr, die sollte meiner Meinung nach in keiner Liste fehlen. Die verändert allerdings auch so ein bisschen unser preisliches Gefüge. Ja, wir schieben mal ein bisschen rüber. Wir müssen auch noch mehr Platz machen. Weil wir haben noch ein Modell, das auch nicht fehlen darf. Wir haben allerdings jetzt hier, das ist die kleinere Referenz, die 3800. Genau. Wir haben hier ein Modell von der Firma Patek Philippe. Das ist quasi die Endstufe. Da geht nichts mehr drüber, zumindest was den Preis betrifft. Optisch ist das die ein oder andere Frage, ob man das mag oder nicht. Wir haben hier die Medium Size. Genau. Also das ist das typische Herrengröße von damals eigentlich. Also heute würde man sagen Damengröße. Damals haben die Größe aber die Männer getragen. Ja, das ist auch sowas. Und heute tragen die Damen auch alle mit 40, 41 Millimeter. Tatsächlich, ja. Dennoch, wer etwas schmaler und zierlicher ist als ich beispielsweise, für den ist diese Uhr wirklich ein absolutes Must-Have. Darf auf keinen Fall in der Sammlung fehlen. Ein absoluter Design-Klassiker, eben auch wie die Audemars Piguet von Gerald Ginter designt und ja, ist sowohl in Anschaffung als auch in Wiederbeschaffung von allem hier das teuerste. Ich glaube, die kostet irgendwas um die 60.000, wenn ich mich nicht verstehe. Ja, mal. Sie liegt jetzt tatsächlich wieder unter 50.000. Unter 50, also dafür kriegt man sie jetzt dann auch. Kommt jetzt hier in dem Fall mit Box und Papieren hoffnungsvoll daher. Ist natürlich bei der Uhr, von wann ist die circa? Wird aus den 80ern sein. So, Mitte der 80er. Je älter die Uhr ist, damals hat man einfach nicht so viel Wert darauf gelegt, auf diese Papiere, Identity Card oder eben auf die Papiere. Und deswegen fehlen die da auch schon einmal. Allerdings, auch diese Uhr, genau wie die Audemars Piguet, sind nicht in meiner Sammlung. Bin ich leider noch finanziell zu schwach zu oder ihr zu stark. Auf jeden Fall kann ich sie mir, genau, das Ganze. Vielen Dank. Kein Problem. Ist für mich auf jeden Fall eine Uhr, die, wenn man den finanziellen Spielraum hat, must have. Ja, und dann müssen wir jetzt hier das Gefüge nochmal ein bisschen, hast du noch ein bisschen Platz da drüben? Ja, ein bisschen haben wir noch. So, dass man sagen kann, die Nautilus ist die teuerste, die AP Royal Oak, die zweiteuerste. Gefolgt. Dann kommt die Panda von Daytona, dann kommt die Submariner, dann kommt eine Moonwatch, dann kommt die Cartier Santos und dann käme die Heuer. Und hier haben wir noch vier andere Modelle. Ich sehe aus der Ferne die Air King, die Milgauss. Das sind alles schöne Sportmodelle. Falls euch da irgendein Modell besonders interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt vorbei, guckt es euch an. Und wenn ihr Fragen habt, gehen wir natürlich auch auf die Modelle ein, weil ich habe jetzt zuletzt erst was gelernt, und zwar darf man beim Kochen am Induktionsfeld im Regelfall am besten keine Automatikuhr tragen, außer die, die du in der Hand hast. Die Milgauss. Die Milgauss. Die ist dafür ausgerichtet. Falls ihr nicht wisst, was das ist, was das bedeutet, schreibt es in die Kommentare. Machen wir ein schönes Video dazu. So, welche Uhr darf ich mir jetzt mitnehmen? Die du dir leisten kannst. Wo gehören die preislich hin?
Also auf jeden Fall weniger wie die Submariner. Ja, die auch. Und die Milkaus ist noch ein Stückchen teurer wie die Gap King. Dann stellen wir es einmal hier hin und einmal dahin. Patek Philippe, dicht gefolgt von Audemars Piguet, dicht gefolgt von Rolex. Ist so ungefähr das Ranking im Preis. Und was haben wir da noch für zwei Öhrchen? Oh, die habe ich ganz vergessen. Das ist eine Datejust, oder? Das ist eine Datejust. Das ist eine Datejust Wimbledon sogar. Oh. Eine 36er. Guck mal den Ständer auch dazu. Und wo kommen die preislich hin? Vom Gefühl her ist das hier. Und genau, noch zwischen Omega und Air King. Und hier liegen wir auch noch im Ranking dazwischen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nichts runterschmeißen. Das geht ja schnell ins Geld. Aber so habt ihr zumindest einen groben Überblick, wie das Ranking preislich anzusehen ist. Und wenn ihr die Uhren haben möchtet, wisst ihr, wo ihr die findet. Ja. Vielleicht schlage ich allerdings bei der einen oder anderen zu. Speziell hier die Panda. Wenn die eingestellt wird, explodiert sie. Dann reserviere ich sie jetzt bis in April. Nicht möglich. Ja. Habe ich schon reserviert. Sehr schön. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und euch haben die Uhren gefallen. Gerne unseren Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keinen Inhalt mehr. Und wer möchte, kann zum einen herkommen, seine Uhr verkaufen, das Zifferblatt wechseln lassen oder sie einfach mal sauber machen lassen oder natürlich oder hier die ein oder andere neu erstehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.